Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei uns auf dem YouTube-Channel. Der ein oder andere wird dieses Spiel bei uns bereits im Livestream gesehen haben. Auch dieses Video ist halt ein VOD, das heißt, das erste Viertelfinale oder beziehungsweise Halbfinale, sorry. Das erste Halbfinale des Cloud Cups für euch einfach aus dem Stream rausgeschnitten, für euch bereitgestellt, damit man nicht diese 3 Stunden Stream durcheinander nehmen oder auseinandernehmen muss. Das ist der Hintergrund. Ich will auch gar nicht lange quatschen. Diese Kurzankündigung hier vor diesem VOD soll einfach auch eigentlich dazu dienen, euch ein kleines Gewinnspiel zur Verfügung zu stellen. Da vielen Dank eben an HyperX und das neue Cloud Blue. Seht ihr hier, könnt ihr sehen. Also wer eine PlayStation hat oder einen PC und hat Bock auf ein neues Headset, lasst einen Daumen auf diesem Video. Kommentiert irgendwas drunter, mir vollkommen wurscht, eure Stats aus dem Weekend League oder wie ihr das Spiel fandet, wie ihr den Channel findet, was auch immer, was ihr Bock habt, bloß keine Beleidigung, einfach einmal drunter kommentieren und ihr habt die Chance eben das Ding hier zu gewinnen. Wenn ihr eine größere Chance haben möchtet, das Ding hier zu gewinnen, dann schaut in den nächsten Videos vorbei, wird also morgen nochmal folgen, das Halbfinale 2 und Montag folgt dann das Finale. Ja, dort werde ich dann zusammensuchen, alle, die ein Like drauf gelassen haben auf dem Video und alle, die drunter kommentiert haben. Heißt, macht ihr das bei allen 3 Videos, habt ihr eine Dreifachchance auf dieses neue Headset. Super geiles Teil. Vielen Dank an der Stelle übrigens nochmal an HyperX. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der im Stream dabei war, der es unterstützt hat. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch viel Spaß mit dem VOD und ja, lasst gerne auch Feedback zum VOD da, was auch immer. Und vergesst nicht, Daumen nach oben in dem Video. Bis dahin und ciao. So, dann geht's jetzt aber los hier. Spiel Nummer 1 aus dem BO3, aus dem Halbfinale. Werder Bremen gegen Werder Bremen. Mo von links nach rechts gegen Megabit von rechts nach links, das die Partie. Stadionambiente wird angemacht. Soundeffekte, ich weiß aber nicht, ob es ankommt. Soundeffekte nicht hochgedrückt, ist aber nicht so wild. Aber sehr, sehr freundlich, dass es da nochmal anschmeißt. Oh ja, es gibt Stadioneffekte. Sehr nice. So, also Mo von links nach rechts. Megabit von rechts nach links. Der Anstoß ist gefallen, Spiel Nummer 1 in diesem Best of 3. Gestern konnte Mo gegen Marv noch sehr gut performen, 2 Spiele hintereinander gewinnen, damit den Einzug ins Halbfinale klar machen. Und die Frage ist, was kommt noch? Latte direkt zu Beginn dieser Partie. Keine 5 Minuten gespielt und der erste gute Angriff. Jetzt mal Megabit vielleicht mit der Möglichkeit zu kontern. Marcos, Ramos. Mal in die Mitte, Vieira. Das war gestern schon ein Garant bei Mo, die Bälle im Mittelfeld zu erobern. Der Vieira, Eusebio mit der Schussantäuschung. Marcelo ist dran, Ball im Aus. Weiterhin Mo im Ballbesitz. Vieira mit dem Abschluss. Timefinish passt, ist allerdings kein Mann, mit dem man unbedingt von dort aus die Dinger in den Winkel knüppelt. Den Versuch war es trotzdem wert. Gerade wenn das Timefinish passt, kann so etwas auch gut mit Vieira funktionieren. Ronaldo. Ronaldo gegen Seedorf. Seedorf bleibt dran, aber Vieira ist wieder mit dabei. Und wie gesagt, da sollten wir ein Auge drauf werfen auf den guten Vieira. Der hat gestern schon sehr gut performt. Der Ball etwas früh in die Spitze. Da kommt Megabit nicht durch. Und den ersten besseren Eindruck macht bisher Mo, aber Megabit jetzt vielleicht. Schön per Hacke zurück. Neymar unkonzentriert, will ich fast sagen. Oh, und dann das Foul. Und dann das Foul und Elfmeter. Mo hatte 10 Minuten unter Kontrolle. Megabit mit dem Elfmeter und dem 0:1. So kann es gehen. Laurent Blanc, der hier den Treffer macht. Wahnsinnig guter Elfmeterschütze, der Baby-Icon von Roland. Mein Gott, jetzt ist er schon durcheinander. Anstoß. Hype, Fragezeichen. Hier Blanc mit dabei. Ding raus.
Mo mit der nächsten Möglichkeit. Ball geradeaus in die Spitze, kommt nicht an. Megabit hat ihn, aber kann sich wieder nicht befreien. Ronaldo. R9. R9 auf der rechten Seite ist Eusebio, der versucht's flach. Time Finish hat hier nicht gepasst. Courtois, langer Abwurf flach auf Cristiano Ronaldo. Raul, Neymar gegen Ferdinand, der sehr weit mit aufrückt. Wieder Foulspiel, diesmal im Halbfeld. Ist noch nichts Wildes. Nichtsdestotrotz sage ich das auch immer wieder gerne. Ein Freistoß im Halbfeld ist so ein bisschen wie ein Anstoß. Die Defensive muss sich wieder neu formieren. Das heißt, man kann auch immer wieder gut und gerne Räume reißen. Hier klappt es nicht. Mo ist erstmal dazwischen, aber der Angriff ist noch nicht vorbei. Ronaldo, Ball in die Mitte auf Neymar. Auch das kriegt Mo hier unter Kontrolle. Jetzt mal die Möglichkeit zu kontern, etwas schnell. Ramos ist dran. Marcelo wird direkt wieder unter Druck gesetzt, aber den kann Megabit behaupten und bleibt auch hier im Ballbesitz. Neymar nochmal zurück auf Seedorf. Könnte eine gute Möglichkeit werden. Neymar Junior im Strafraum legt ihn zurück auf Seedorf. Raul! Knapp am Tor vorbei. Das war wahnsinnig eng. Aber wahnsinnig eng reicht eben nicht. Der Ball muss rein ins Tor. Glück hier für Mo. Es bleibt beim 0:1. Vieira. Nochmal runter auf Eusebio. Jetzt mal ein bisschen ruhigerer Aufbau. Schaut, wo kann er hin? Hullet gegen Marcelo. Blanc entschärft das Ganze und dann geht's wieder schnell nach vorne von Megabit. Starke Grätsche von Raul Alexandro, dadurch aus dem Konzept gebracht und weg ist der Ball. 30 Minuten gespielt. Die ersten 10 Minuten gehörten Mo. Er schaffte dort keinen Treffer. Dann kam das Foulspiel und das 0:1 durch den Elfmeter, der da durch das Foulspiel resultierte. Und seitdem macht Megabit das ordentlich, verteidigt gut. Aber jetzt Mo mit einem Torabschluss und Courtois. Steht gut, Ball gehalten. Gute Möglichkeit hier auf den Ausgleich. Aber Courtois ist da, Vieira. Bringt ihn nochmal raus auf Neymar. Und Neymar auf Seiten von Megabit hilft in der Defensive. Megabit etwas unkontrolliert, bringt den Ball wieder zurück. Damit direkt wieder zu Mo. Und er kommt wieder über Walker. Blanc ist direkt dran, nochmal zurück. Nochmal schauen. Megabit steht jetzt sehr gut formiert. Gerade wenn Mo relativ langsam aufbaut. Also das schnelle Spiel steht ihm ein bisschen besser. Sobald er Megabit die Zeit gibt, sich hinten zu formieren, wird es schwer, da durchzukommen. Und Megabit führt. Das heißt, er hat momentan zumindest keine Eile, hier irgendwie alles nach vorne zu werfen. Freistoß erneut für Megabit. Dreimal Foul, dreimal von Mo an Megabit. Man sieht, Mo will früh an den Ball, tackelt er aktiv am Verteidigen, hoch am Verteidigen. Hier schon mit R9 dran. Und Megabit kommt über Seedorf, über Ronaldo, nochmal Seedorf auf Cristiano Ronaldo. Neuer überragende Parade. Starke Reflexe hier, war eine sehr gut rausgespielte Aktion. Eckball, Kopfball, Cristiano Ronaldo 0:2. Mo, wie gesagt, mit einem guten Start, aber Megabit macht seitdem 0:1 sehr, sehr solide verteidigt. Richtig gut und vorne jetzt mit dem Kopfball und da passt auch der Timefinish. Ich persönlich finde das extrem schwer, den Timefinish nach einer Ecke genau auf grün zu bekommen. Er bekommt sie hin, dann wird der Kopfball nochmal richtig druckvoll und so steht es hier 0:2. Heißt lange nichts, die Partie ist noch jung. Wir haben noch eine ganze Halbzeit gut durchgespielt, Abschluss und wieder Courtois. Gut rausgekommen, in den Ball geschmissen, geblockt, Eckball gibt's. Flanke kommt, hinten ist Cristiano Ronaldo, aber auch Blanc. Und nochmal Neymar. Neymar mit dem Ball, starkes Ding und Courtois macht sich lang, aber der Ball ist noch heiß. Nochmal in die Mitte, nochmal der Kopfball und wieder Courtois. Den hätte man besser halten können. Aber zumindest hat er ihn. Nochmal Ecke. 3 Minuten noch in dieser Halbzeit. Ball wird rausgefäustet. Nochmal Neymar. Was geht für Mo noch hier in diesen 3 Minuten Nachspielzeit? Hullet. Dragback.
Auf Ronaldo. Ronaldo versucht ihn mal in den Strafraum zu bringen. Klappt nicht, aber Hullet ist direkt wieder dran. Ronaldo gegen DeMarcus. Ball geht raus. Und dann gibt's den Halbzeitpfiff. Also Mo drauf und dran, hier den Ausgleich zu machen. Klappt allerdings nicht. Und so bleibt es beim 0:2 aktuell für Megabit. Wir sehen es, deutlich mehr Torabschlüsse. Aber am Ende musst du die Dinger eben auch im Tor unterbringen. Gerade zum Schluss hat. Also Mo hatte eine sehr gute Anfangsphase. Wie gesagt, nach dem 0:1 wurde es dann enger. Und nach dem 0:2 hat Mo wieder mehr Druck gemacht, hat wieder deutlich besser in die Partie gefunden, gerade die Schlussphase. Sehr druckvoll, hätte durchaus einen Treffer verdient gehabt. Hat nicht geklappt. Megabit führt weiterhin mit 0:2. Aber nochmal, es ist ein BO3. Wir sind im ersten Spiel. Selbst eine Niederlage hier würde nicht das Aus im Turnier bedeuten, sondern er hätte selbstverständlich eine weitere Möglichkeit. Starker Dragback jetzt mal mit der 9, nimmt den Weg alleine. Hullet kommt mit. Seedorf und Blanc gemeinsam gegen R9. Erarbeiten sie sich da den Ball und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Das ist keine schlechte Möglichkeit. Schöner Seitenwechsel auf Neymar. Immer noch Neymar. Neymar gut auf Seedorf. Er will ihn in die Mitte bringen. Schließt nicht ab. Auch so eine kleine Krankheit vielleicht vom einen oder anderen, das Ding am Ende zu sicher aufs Tor bringen zu wollen. Man hätte mit Seedorf durchaus auch mal versuchen können, hier aufs Kurze zu schießen. Und Megabit mit einem kleinen Fehler. Ober stark durchgespielt. R9 vollkommen blank. Und dann gibt's hier den Anschlusstreffer. 54 Minuten gespielt und das Spiel wird wieder enger. Mo ist wieder da. Mo kann wieder kämpfen. Ein Treffer noch, dann ist die Partie hier ausgeglichen. Den Angriff kriegt Megabit nicht durchgefahren. Walker treibt langsam voran. Vieira gegen Blanc und Blanc bleibt hier Sieger. Direkt nach vorne auf Raoul. Jetzt muss er schauen, dass er die Leute nachgerückt bekommt. Klappt hier nicht, weil Mo auch sehr gut antizipiert. Geht dazwischen, erobert den Ball und da wird selber aufbauen. Aber gegen Blanc, da hat er so ein bisschen Probleme. Immer wenn Blanc mit dran ist, dann kriegt er auf den Ball. Auch George Best. George Best immer noch auf Raoul. Raoul gegen Maldini. Maldini gewinnt das Ding. Und Mo darf nochmal. 30 Minuten noch. Enge 1:2 Führung. Hullet. Hullet auf Vieira. Vieira schaut, wo kann er hin. Ronaldo ist mit dabei und Varane rückt sehr gut raus. Erobert hier den Ball und dann geht schnell in Richtung Tor von Mo Aubameyang. Neymar. Neymar verschafft sich ein bisschen Platz. Neymar mit einem guten Ball, der Torabschluss. Ah, ich weiß nicht genau, Neuer war nicht mehr dran, aber das war ein sehr, sehr guter Ball. Warum er sich da entscheidet, das Ding aufs Kurze zu schießen, das wird er sich auch nochmal fragen, vermute ich. Ah, gute Situation, aber am Ende klappt's nicht. Warum jetzt hier Musik losgeht? Fragezeichen. Was ist hier tatsächlich? Achso, er hat den Stream. Er hat jetzt den Stream nebenbei angemacht. Ich mach mal den Ton ein bisschen aus, damit wir das da nicht drin haben. Genau. Neuer, raus das Ding. So, sind wir wieder im Match. Also, es gab eine Veränderung auf Seiten von Megabit. Die haben wir leider nicht mitbekommen. Aber erstmal Mo mit Eusebio. Der kommt richtig gut! Der kommt richtig gut! Der kommt richtig gut und dann steht's 2:2. Was? Für ein Ding, da geht Megabit noch ins Pausenmenü, ändert ein bisschen was an der Formation oder was auch immer, bringt vielleicht frische Leute. Und Mo nutzt die Situation aus, kriegt dann einen guten Angriff hin, schöne Flanke, hinten steht ein kleiner Mann, ich weiß gar nicht, wer das war und Ronaldo, was ist das denn bitte? Mit dem Scorpion Kick auf einem Bein, rein das Ding, 2:3, Alto Belli.
Was für ein Treffer! Geht ja gar nicht! Mo gleicht aus und dann dieses Ding. Ich hoffe, er lässt es durchlaufen. Horrido! Kann man mal machen, Cristiano Ronaldo. Auf den ist immer Verlass. 3-2 Megabit wieder vorne. Was für ein Treffer! Eieieiei, Tor des Turniers vielleicht. Klasse gemacht, klasse verarbeitet. Keine Chance, dieses Ding mehr zu halten. Maran, 20 Minuten noch und Megabit wieder in Führung. Aber das ist halt mega bitter. Also, ja, Megabit, mega bitter für Mo, der sich hier das 2-2 erkämpft, erarbeitet. Und dann muss man ganz einfach sagen, es spielt immer in solchen Situationen so ein bisschen der Anstoßhype in die Karten. Natürlich war das gut gemacht, natürlich war das stark gespielt. Aber es war eben nach dem Anstoß und das gibt immer so ein bisschen den faden Beigeschmack. Es war jetzt nicht der direkte Scorpion Kick im Flug, ja. Aber es war auf einem Bein, schön per Hacke, hinterm Kopf, so wie Mirova sagt. Es ist überragend. Ein schönes Tor, ja, auch wenn man es nicht unbedingt direkt Scorpion Kick nennen muss. Aber es war schon sehr, sehr nice. Das war mega gut. Tor des Turniers, muss ich auf jeden Fall. Hat das einer geklippt, bitte? Scorpion-mäßig Kick, ja. Danke. Scorpion-mäßig FIFA-Kopfkick. So, sei es drum. 2-3. 74. Spielminute, Mo muss kommen, bringt Salah frisch und der soll's ein bisschen richten vorne. Jordi Alba, nochmal nach oben auf Ronaldo, der mit der Schussantäuschung, Ronaldo nochmal zurück. Jordi Alba macht jetzt Druck, der war richtig gut gemacht, Flanke auf die andere Seite und da ist er und es ist kein Abseits, es ist das 3-3, Mo Salah gerade frisch eingewechselt und damit der Ausgleich, was für eine Partie, die Jungs schenken sich hier aber auch gar nichts. Und damit haben wir noch gut 15 Minuten in der regulären Spielzeit, inklusive Nachspielzeit. Und das Spiel steht unentschieden. Aber Megabit, erstmal mit dem nächsten Angriff, Neymar Junior. Ronaldo, Raul, das ist gut gespielt und Neuer macht sich lang. Und das war wichtig, ansonsten hätte es hier eine richtige, ja, ich sag mal, einen richtigen Rage vielleicht geben können, weil es wieder der nächste Ball nach dem Anstoß sein hätte können. Stark von Megabit, gut dazwischen gegangen. Neymar, Seedorf auf Blanc, der auf die Maria mit dem Abschluss. Blanc übrigens sehr gut, Ball nicht mal in der Nähe, aber Timefinish passte. Laut Computer, laut EA. Colette auf Ronaldo. 8 Minuten noch. Vieira, sehen wir einen Sieger in den ersten 90 Minuten oder gehen wir gleich in Spiel 1 in eine Verlängerung und vielleicht sogar ein Elfmeterschießen? Mo, überragend! Überragend! Richtig gute Kurzpasskombinationen! Und dann steht Kulit vollkommen blank im Strafraum und Mo dreht die Partie. 0-2 hinten gelegen, dann 3-2 hinten gelegen und jetzt führt er mit 4-3 und das ist für Megabit gerade richtig bitter, der auch eine starke Partie macht, aber eben am Ende so ein bisschen schwächelt. Das hatten wir auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit. Da war Mo wieder am Drücker mit viel Offensivpower, aber das ist auch so ein Ding des BO3s. Ja, ob du jetzt hier mit 4-2 oder mit 5-2 verlierst oder du gehst halt nach vorne und holst das Ding, aber ein bisschen Zeit bleibt noch. Raul mit dem Abschluss, Neuer. Gute Reaktion. Ronaldo geht ran. Kommt aber nicht richtig. Und jetzt ist es eine letzte Minute plus Nachspielzeit. Und Mo in Ballbesitz. Ronaldo, stark gespielt. Schöner Chip. 5-3. Das war's in dieser Partie. Megabit wird sich geschlagen geben. Mo nimmt den ersten Punkt mit und damit geht er komfortabel in die zweite Partie. Und Megabit mit einem guten Start 2-0 geführt und am Ende hat es trotzdem nicht
gereicht. Also, Mo ein vorne. Hier sehen wir nochmal den Elfmeter zum 1:0 von Megabit, der am Ende eben nicht reichte. Und Mo mit einer furiosen Schlussphase. Und wir sehen es von den Torschüssen her in Halbzeit 2 auf jeden Fall ausgeglichener. In Halbzeit 1 hatte Mo schon den Vorsprung an Torabschlüssen, gerade aufgrund der Schlussphase. Am Ende wurde es deutlich ausgeglichen, aber Mo mit einer sehr, sehr mental starken Leistung. Costa, heute werden jetzt 2 Halbfinals und das Finale gespielt, jeweils im Best of 3. Wenn du meinst, wie viele Spiele jetzt hier gespielt werden, je nachdem, es steht gerade 1:0 für Mo. Sollte Mo das nächste Spiel gewinnen, ist Mo im Finale. Das Finale gibt es im Anschluss heute direkt wieder. Ich blende eben mal die Grafik ein, Sepp. Das ist der Tagesplan heute, ja. 19 Uhr war der Start, beginnend mit Mo gegen Megabit. Das erste Spiel haben wir mittlerweile gesehen. Danach direkt im Anschluss, es steht 20 Uhr, aber wir werden direkt im Anschluss das Ganze sehen. Eisvogel gegen Stranger. Und wenn das Spiel vorbei ist, direkt im Anschluss das Finale. Um euch mal abzuholen. So, Megabit, ich muss hier eben mal alles swappen. Save. Zack. Auch hier einmal Swap Score, jawohl. Texte einmal ändern. Einmal Megabit und einmal Mo. Auch das muss gesaved werden. Zack, das saven wir. Dann haben wir es drinne. Hier sehen wir nochmal das Team von Megabit. Bitte, Costa, bitte, bitte. So, also. Dann gehen wir mal ins Match. Ich gucke mal, ob er noch den Stream an hat. Oder ob wir hier das Gameplay nehmen. Wir können den Gameplay-Sound mitnehmen. Dann nehmen wir ihn doch mit. Also, Mo führt mit 0:1 im BO3. Und ein weiterer Sieg würde dafür sorgen, dass er ins Finale einzieht. Megabit braucht jetzt einen Sieg, um sich in Spiel 3 zu retten. Megabit jetzt von links nach rechts in den grünen Trikots. Mo Aubameyang von rechts nach links in den dunklen Trikots. Und Megabit mit dem ersten Angriff. Ferdinand dazwischen, aber Megabit bleibt dran mit Raoul. Und jetzt Blanc auf Best. Der kommt nicht an Hullet vorbei. Und es gibt die erste Ecke. Und wir haben vorhin gesehen, Ecken, das kann Megabit. Und das richtig gut. Die Frage ist, kriegt er das hier auch hin? Ronaldo bewegt sich im Strafraum, Flanke kommt, Ronaldo ist da, Ronaldo per Kopf und knapp am Tor vorbei. Gute Eckballvariante. Sorry, dass ich ein bisschen abgebrochen war, ich musste gerade ein bisschen räuspern. Neymar. Eusebio treibt auf der rechten Seite, ist Walker. Ein bisschen weit in die Spitze gespielt. Varane ist dran. Eckball gibt's. Erste Ecke im Spiel. In diesem Spiel für Mo. Flanke kommt. Auch Courtois kommt. Das war wichtig. Ronaldo stand schon zum Einköpfen bereit. Und direkt der Abschluss. Ein bisschen sehr optimistisch in dieser Partie. Langes Ding. Ronaldo. Raoul. Ah, da hat er ein bisschen lang gebraucht. Alexandro wieder gut platziert. Das sind so richtige Stärken von Mo. Der kommt richtig gut. Und das gibt ein bisschen Platz für Neymar. Der direkt nach vorne. Ja, aber Megabit löst das richtig gut. Spiel 1 war wahnsinnig spannend. Megabit lange mit 2:0 geführt. Musste dann 2 Treffer hinnehmen. Schaffte es wieder auf 3:2 zu stellen. Und dann kam die kleine Show von Mo. Der machte erneut 3 Treffer, gewann das erste Spiel mit 5:3 und kommt jetzt über Eusebio mit der Schussantäuschung. Eusebio mit einer guten Flanke, dem Marcos. 2 Mann von Mo, einer segelt daneben, der andere geht nicht richtig hoch. Dem Marcos mit dem Kopfball raus, das Ding. Mo erneut mit dem Angriff, aber jetzt kriegt Megabit sich befreit. Und Mo macht wieder deutlich mehr Druck momentan. Megabit hat ein bisschen zu knapsen gegen eben
Dieses druckvolle Spiel, das Mo gerade wieder auf den Platz bringt. Und da ist wieder viel Platz. Eusebio gegen Marcelo und gegen Varane. Und Eusebio bleibt im Ballbesitz, auch gegen den Dritten. Nochmal Ronaldo. Neymar, gefühlt schon mal 5 Ingame-Minuten Ballbesitz. Für Mo, der Torabschluss Courtois. Wieder gut platziert von Megabit. Sehr schön antizipiert, dass hier der Torabschluss kommen kann. Und jetzt Megabit mit dem Aufbau. 20 Minuten gespielt, noch kein Tor gesehen. George Best. Und jetzt Megabit dran, hier eine Lücke zu suchen. Neymar auf Raul, der auf Neymar, der mit dem Dragback in Vieira rein. Die Idee gut. Aber auch hier wieder Vieira, gut platziert von Mo. Kommt wieder nicht richtig raus. Raul auf Neymar, der versucht an Maldini vorbei, kommt auch rechts, ist Best. George Best ins Kurze mit Wucht. Keine Chance für Neuer, das Ding zu halten. Megabit in Führung mit 1:0. Aber wir kennen es oder wir haben es in Spiel 1 gesehen. Eine enge Führung ist hier nichts wert, bevor die 90 Minuten abgelaufen sind. Mo mit dem Gegenangriff. Seedorf hilft aus. Unterbindet das Ding. Ramos, lang nach vorne. Maldini ist da, kommt nicht an. Te Marcos. Blanc auf Raul, Megabit wieder mit einem langsamen Aufbau, sucht die Lücke, versucht da durchzustecken, aber Neuer lässt sich so leicht nicht lumpen. Hullet auf Vieira. Vieira, Neymar. Guter Seitenwechsel, gut gesehen. Jetzt muss er hier nur eine weitere Anspielstation finden. Hat er gefunden, indem er Eusebio anspielt. Und der nimmt Walker nochmal mit. Dreht nochmal ab, nochmal zurück. Ronaldo, Eusebio, schönes Kurzpassspiel, kein Abseits. 1:1, der Außenverteidiger Marcelo hebt das Abseits auf. Steht sehr tief im eigenen Strafraum. R9 ist da vollkommen blank und damit das 1:1. Mo ist wieder dran und die beiden, habe ich schon in Spiel 1 gesagt, schenken sich hier gar nichts. Beide wollen hier einen Sieg. Raul auf Seedorf. Anstoßtore kennen wir, haben wir gesehen. Hat vorhin bei Megabit geklappt. Zum 3:2 ist die Frage, klappt es hier auch nochmal? Blanc. Neymar mit dabei. Nochmal zurück. Nochmal suchen. Und Mo mit 2 Mann drauf. Und Mo zumindest mal den Fuß dazwischen. Ball im Aus. Weiterhin Megabit. Auf dem Weg nach vorne. Seedorf. Best. Gut gespielt. Raul Ronaldo gegen Maldini. Maldini hilft aus. Und Alexandro. Sehr gut nochmal. Vorm Aus gerettet diesen Ball. 40 Minuten. 5 Minuten noch in Halbzeit 1. Zu gehen. Ronaldo auf Hullet. Eusebio, den sehen wir sehr oft da auf der rechten Seite. Immer wieder als Anspielstation gesucht. Hier ist Marcelo wieder dran, holt das Ding. Und es gibt eine Kontermöglichkeit. Aber Vieira hilft aus und dann der lange Ball auf George Best. Sieht nicht schlecht aus, aber auch gut formiert wieder von Mo. Also man merkt, es wird ein bisschen taktischer. Das Spiel hat etwas an Tempo verloren. Beide verteidigen sehr, sehr gut. Und beide bauen relativ langsam auf, wenn man das mit dem Spiel 1 vergleicht. Beide wissen genau, wenn du hier den Ball verlierst, dann geht es schnell in die andere Richtung. Und dann kann es ganz, ganz schnell einen Gegentreffer hageln. Und so bleibt es hier beim 1:1. In dieser Partie 2 zur Halbzeit 1. Und die Frage ist, wer macht hier das Ding? Schafft Mo in 2 Spielen ins Finale einzuziehen oder zwingt ihn Megabit in ein drittes Spiel? Walker, Eusebio. Nochmal Walker, Ronaldo gut gespielt, Eusebio. In den Strafraum, Eusebio immer noch, Ball zurückgespielt, Neymar, jetzt ist er direkt von 2 umringt. Auf Vieira, Hullet.
Gutes Kurzpassspiel, der Abschluss passt hier nicht. Aber sehr gut durchkombiniert. Ja, mega mit Schwierigkeiten richtig zwischenzukommen. Alexandro wieder dazwischen und nochmal Mo Ober. Den kriegt er nicht durch und wieder unkonzentriert von Megabit. Das muss er deutlich besser machen. Die ersten Minuten hier in Halbzeit 2 zu unkonzentriert den Ball rausgebracht. Immer wieder zu einfach Mo den Ball in den Fuß gespielt. Und der sucht, wo kann ich hin? Ronaldo, gutes Tackling. Ronaldo mit ein bisschen Platz auf der linken Seite. Ferdinand sehr schnell wieder dicht gemacht das Ganze. Best war mit auf dem Weg, aber Ronaldo kriegt ihn nicht durch. Starker Ball in die Spitze auf Ronaldo. Im Rückraum der Abschluss. Neuer mit einer guten Parade. Und Mo ist drauf und dran hier, das 2:1 zu erzielen. Während Megabit noch seine Form in Halbzeit 2 sucht. Neymar, gut gespielt. Raul im Strafraum. Raul mit dem 2:1. Megabit wieder in Führung. Mo mit dem besseren Start in die zweite Halbzeit, aber Megabit mit dem Treffer und damit wieder vorne. Und den kriegt er unterbunden und jetzt geht es wieder ein bisschen schneller. 3-4, Ronaldo auf Raul, Raul mit ein bisschen Platz, kriegt ihn hier auf Best, der wieder auf Ronaldo und der gegen 2. Muss komplett abdrehen, Blanc, Seedorf, Neymar Junior, stark gemacht, kriegt ihn zurück zu Seedorf und dann Blanc gegen Hullit und die Möglichkeit für Moma jetzt wirklich sein Tempo auszuspielen. Das macht er gut. Neymar geht mit. Guter langer Ball. Jetzt muss er ihn nur vernünftig verarbeiten und dann im 1 gegen 1 Ruhe bewahren. Eusebio, R9, wird geblockt. Courtois kommt und holt sich das Ding. Und Mo wechselt auf Teampressing. Wieder drauf. Will ihn hier unter Druck setzen. Heißt aber auch, dass wenn Megabit das überspielt bekommt, dass es ein bisschen Raum gibt. Seedorf auf Neymar. Neymar gegen 2. Und das sind immer wieder diese Situationen. Wenn Megabit da gegen 2 ran muss, dann wird es wahnsinnig schwierig. Es fehlt die Anspielstation, aber dann kriegt er den Ball wieder. Der Abschluss aufs Kurze. Ronaldo. Time Finish sitzt. Und erneut die 2-Tore-Führung für Megabit. Und jetzt ist die Frage, was macht der gute Mo, der bis hierhin sehr gut performt hat und in Spiel 1 eine 2-Tore-Führung nochmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Oder hat Megabit aus der Situation in Spiel 1 gelernt und weiß jetzt, was er zu tun hat, um hier diese 2-Tore-Führung mit nach Hause zu nehmen. Ja, Megabit scheint auch ein bisschen was zu verändern oder zumindest mal zu gucken, was er da macht. Frische Leute auf beiden Seiten haben wir gesehen. 2 frische auf Seiten von Mo. Salah wieder mit dabei, der vorhin im Spiel davor das 3:3 besorgt hat. Und bei Megabit, Mbappé, Alba, Eusebio raus, Alba rein. So rum war's. Mbappé. Hier nochmal raus. Salah mit dem starken Linken. Wird allerdings gut angegangen. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Neymar. Ja, nicht gut rausgespielt. Walker ist da drin im Pass. Und Mo kommt über die linke Seite, über Alba. Der ist frisch. Er kann noch laufen. Ein bisschen nach vorne machen. Ronaldo. Ronaldo, Lattenkreuz, nächste Möglichkeit vielleicht, nein, Salah kommt da nicht vor Marcelo dran. Und Mo macht Druck, der will hier unbedingt im zweiten Spiel diese Partie wieder drehen. Salah auf Hullit, auf Salah und dann auf R9 und dann auf Mbappé und wieder das Aluminium, nächste dicke Möglichkeit, nächste vergebene Chance, Glück für Megabit. Die Frage ist, was macht er draus? Walker, wieder Ballverlust, nochmal die Möglichkeit für Mo, kommt über Salah über die rechte Seite. In der Mitte wären 2 Anspielstationen, Salah hat ihn allerdings auf dem rechten, um ihn reinzubringen, jetzt schwierig. Jetzt die Flanke, der Kopfball und auch der
geht knapp am Tor vorbei. Mo drückt, Mo will, aber es fehlt gerade einfach mit dem Quäntchen Glück, da das Ding über die Linie zu bringen. Und somit bleibt es erstmal bei der 3-1-Führung für Megabit. Und es sind nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Schafft Megabit hier auszugleichen nach Spielen oder dreht Mo diese Partie doch noch? Er ist auf einem guten Weg. Er macht das stark. Er macht das gut in der Offensive. Aber wie gesagt, der Torabschluss einmal R9 ans Lattenkreuz. Mbappé an die Latte. Und dann Hullet gerade knapp per Kopf am Tor vorbei. Walker. Hullet. Nochmal Mo. Nochmal der Angriff. Mbappé. Auf Salah. Auf Vieira. Ronaldo. Varane mit einer starken Grätsche. Vieira ist dran und wieder. Mbappé. Der dort gefoult wird. Geht schnell. Vieira nach vorne. 5 Minuten noch. Memphis Depay. Ronaldo. Und mit jeder abgelaufenen Minute wird es schwieriger, aber noch nicht unmöglich. Mo nach vorne, Mo auf Ronaldo, Mo wieder am Tor vorbei. Und ich glaube, das war's. Das sieht selbst Mo hier und sagt sich, hey komm, nehmen wir noch Spiel Nummer 3 mit. Und so ist es nach 2 Spielen hier ausgeglichen. 1-1, Mo mit einer richtig starken Leistung. Aber wie gesagt, der Torabschluss ist das, was bis hierhin fehlt. Und somit werden wir in ein drittes Spiel gehen. Mo ist sauer, absolut. Gute Partie. Megabit gleicht es trotzdem aus. Gibt diesmal die Führung nicht her. Aber man muss auch ganz klar sagen, wie gesagt, Lattenkreuz, Latte, knapp daneben mit Hullet und eben das Ding von Ronaldo. Und das war dann wahrscheinlich Mo ein bisschen zu viel. Sagt sich, komm, Wurst. Ab dafür, die letzten Minuten sparen und nochmal alle Kraft in das letzte Match legen. Die Frage ist, also man muss natürlich auch sagen, ja, so eine Situation ist sehr belastend. Er muss jetzt in ein drittes Spiel, er hat gute Spiele gemacht. Er muss sich vom Kopf her trotzdem für das letzte Spiel nochmal freimachen. Ansonsten wird es gegen einen Spieler wie Megabit einfach extrem schwer. Jetzt ist die Frage, wer lädt wen? Sieht so aus, als ob Mo Megabit lädt. Dann swappe ich hier eben mal alles. Save das kurz. Ändere meine Texte. Und auf den guten Megabit. Und rein das Ding. Tritt er auch Stühle wie Prones. Ich weiß nicht, was er macht. Aber ich glaube schon, dass ihn das sehr, sehr stört. Also wenn du solche Chancen hast, natürlich, das Ding von R9 muss nicht immer rein, aber wenn er schon so knapp dran scheitert, dann Mbappé, den darfst du gut und gerne mal machen. Wieder das Aluminium. Hullet steht vollkommen blank. Klar, einen Kopfball zu platzieren ist auch nicht immer so einfach, auch der geht daneben. Und dann Ronaldo, einer der Spieler mit dem besten Torabschluss, der das Ding dann in Anführungsstrichen so deutlich dran vorbeigibt. Dann ist schon bitter. Wie steht's, Leon? 1-1. Korrekt, Horizon. Vielen Dank. 1-1 nach Spielen. Und wir gehen in eine letzte und entscheidende Partie. Hier sehen wir erneut das Team von Megabit. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Mo musste bisher immer den Rückständen hinterherlaufen. Die Frage ist, schafft das diesmal vielleicht mal selbst in Führung zu gehen und sich zu belohnen für starke Partien? Muss man klar sagen, wenn man beide Spiele gesehen hat, ist Mo spielerisch überlegen gewesen in beiden Partien. Hat die erste Partie auch nochmal gedreht, zu Recht wohlgemerkt, und dann
In Spiel 2 musste er sich geschlagen geben. Unglücklich, nichtsdestotrotz musste er sich geschlagen geben. Und jetzt muss er in eine dritte Partie und Megabit kann vieles besser machen und dann wird's extrem schwer. Seedorf, Neymar, Ronaldo. Gut mit Ferdinand aufgerückt und jetzt könnte es schnell gehen. Das ist das Spiel von Mo. Kriegt ihn nach vorne auf Ronaldo. Jetzt muss er mal raus auf Eusebio. Hat ein bisschen gedauert. Tempo rausgenommen. Megabit kann sich formieren. Aber das war wieder stark gespielt. Und Megabit macht das lange Eck zu. Nochmal Courtois wieder raus. Und geholt das Ding. Wenn Mo da ein bisschen besser schaltet. Stark von Eusebio wieder. Er macht wieder viel Druck. Varane dazwischen. Und Megabit schwimmt erneut in den ersten Minuten dieser Partie. Aber jetzt gibt's die Kontermöglichkeit. Best auf Ronaldo. Ronaldo dauert zu lange. Kein Problem, das Ding für Neuer. Glück für Mo, dass er hier nicht den ersten Konter direkt wiederfängt. Und wieder der Ball in die Spitze. Und das sieht immer richtig gut aus. Der Ball auf die andere Seite. Pfosten rein. Und das 1:0. Mo in dieser Dreierserie. Das erste Mal in Führung. Muss hier in dieser Partie zumindest jetzt erstmal keinem Rückstand hinterherlaufen. 12 Minuten gespielt. Mo mit einem furiosen Start und mit einer verdienten 1:0 Führung. Und die Antwort Neuer. Gut gehalten. Ball nochmal in die Mitte. Ferdinand auf Hulit. Und dann raus das Ding. Eusebio. Wo führt es jetzt hin in dieser Partie? Jetzt ist Megabit gefragt. Bisher konnte er immer eine Führung verwalten. Jetzt läuft er einem Rückstand hinterher. Vieira kommt nicht durch. Ramos ist dran. Raul nach oben auf Neymar Junior. Und wieder in die Mitte. Seedorf, Blanc, Best. Schöne Kombination. Richtig schöne Kombination. Raul etwas spät. Und dann hat Mo den Ball. Maldini, gut den Raum genutzt. Megabit lässt sich fallen, verteidigt passiv. Jetzt kommt Varane raus, aber Hulit überragend. Und jetzt können es wieder schnell in Richtung Tor von Megabit gehen. Mo lässt sich ein bisschen viel Zeit, aber wieder gut durchgesteckt. Courtois. Eieiei. Wenn Mo so weitermacht, absolute Titelambitionen. Dann geht er als Favorit in das Finale, Fragezeichen. Wir müssen natürlich noch Halbfinale 2 gleich abwarten, aber das ist schon richtig stark, was er hier abliefert. Wieder gut durchgesteckt. Das ist kaum zu verteidigen. Das Timing ist richtig gut. Wie willst du das verteidigen? Der Pass kommt immer im richtigen Moment. Und dann steht er fast immer frei vom Tor. Ferdinand. Seitenwechsel, Alexandro. Megabit kommt gerade gar nicht rein. Nochmal der Abschluss. Wieder Eckball. Flanke kommt. Eusebio. Auf Hulit im Strafraum. Courtois. Ronaldo im zweiten Versuch. 2:0. 2:0. Und Megabit findet gerade keine Lösung gegen dieses druckvolle Spiel von Mo. Klar hat er die gute Chance von Ronaldo gehabt. Klar hätte er da das 1:1 machen können. Aber Mo ist immer wieder wach. Immer wieder früh am Ball. Und immer wieder mit schnellen Nadelstichen vorne im Strafraum bei Megabit. Seedorf, stark gespielt. Anschlusstreffer. Anschlusstreffer Megabit. Was für eine Partie. Es ist unglaublich. Megabit ist so unglaublich eiskalt. Das muss man ihm dann wiederum auf den Zettel schreiben. Wenn er dann vorm Tor ist, dann macht er es in 90% der Fälle rein. Und du kannst es nicht verhindern, dass er nicht vors Tor kommt. Dass er vielleicht nicht so oft vors Tor kommt, okay. Aber komplett verhindern über 90 Minuten geht halt nicht. Und damit haben wir wieder eine enge Partie. 2:1. Blanc nochmal runter auf Ronaldo. Seedorf. Hoch auf Neymar. Blanc. Raul. Schöne Kombination. Und Mo muss aufpassen, dass er sich hier seine wohlverdiente Führung nicht einfach hergibt.
Neymar. Vorne ist Raul. Hat den Treffer zum 2:1 gemacht, aber gut aufgepasst. Eusebio. Mira, langes Ding und der kommt richtig gut. Der kommt richtig gut. Direktabnahme Neymar Junior. 3:1 und was für ein Timing und was für ein präziser Pass hier auf Neymar Junior. Da kommt der Torhüter nicht mal mit raus, weil der so gut passt und Neymar nimmt ihn direkt und versenkt. 3:1, 2-Tore-Führung wiederhergestellt. Und wieder Megabit gefragt. Neymar hilft aus, kriegt ihn sogar noch vor dem Aus. Und Mo darf angreifen. Schön per Hacke auf Rulit. Oh, stark gespielt, der Abschluss. 4:1. 4:1 und jetzt belohnt er sich für sein Spiel. Und macht das richtig stark. Und Megabit muss mal durchatmen. Natürlich haben wir hier noch eine komplette Halbzeit. Aber wenn er jetzt so weitermacht, der Mo. Gut verteidigt. Vorne eben seine Nadelstiche setzt und die Dinger mal macht. Hier der Abschluss am Tor vorbei. 2 Minuten Nachspielzeit. Eckball gibt's nochmal. Crunchtime? Fragezeichen. Gibt's nochmal ein Lebenszeichen. Flanke kommt. Time Finish bei Ronaldo hätte gesessen, aber Blanc war davor. Nochmal zurück. Walker. Maldini war es, glaube ich. Gutes Ding. Neymar. 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 Und Courtois. Das hätte so eine kleine Vorentscheidung sein können. 4 Tore vor. In so einer Partie. Ist so viel wert. Und dann gibt's den Halbzeitpfiff. Wie gesagt, Spiel noch nicht vorbei. Wir haben es vorhin auch gesehen, da hat Megabit mit 2 Toren geführt und Mo hat am Ende 5:3 gewonnen. Das könnte auch hier passieren. Allerdings muss Megabit hier ein bisschen mehr für diese Partie tun. Er muss ein bisschen mehr Risikobereitschaft nach vorne haben und muss Mo unter Druck setzen. Seedorf, Neymar, DeMarcus. Vielleicht könnte so ein Tor direkt nach dem Anstoß helfen. Raul, Blanc, Ronaldo, gut verteidigt von Mo. Und jetzt der Konter, Fragezeichen, langes Ding. Und das ist genial angenommen von Neymar. Der Ball in die Spitze, Courtois kommt raus. Es ist so wahnsinnig stark, wie er mit Tempo das Ding nach vorne treibt. Seedorf. DeMarcus auf Blanc. Blanc, gut durchgespielt. Ronaldo, oh! Ronaldo, sage ich. Raul war's. Überragend gemacht. Schöner Dragback. Aber Mo auch mit der Torwartsteuerung. Den macht er genial. Wenn er den Torwart da nicht hinlenkt, dann hagelt's hier das 4:2. Aber das war überragend reagiert. Torhüter in die richtige Ecke buxiert. Dadurch kein Treffer hier von Raul. Walker nochmal raus auf Eusebio. Und wenn er noch einen machen kann, dann lege ich mich fest, dann soll es hier gewesen sein. Aber wenn Megabit noch einen macht, dann wird es nochmal wahnsinnig spannend. Und er kommt über Ronaldo. Best ist auf dem Weg gegen Walker. Ronaldo, Ronaldo nochmal Best. Gut durchgesteckt. Ball in die Mitte. 11 Meter. 11 Meter. Und jetzt könnte es bitter werden. Der Schiedsrichter zückt die rote Karte. Für Maldini war es, glaube ich. Blanc rennt direkt an und er hält ihn. Er hält ihn. Bittere Geschichte. Für Megabit, der hier hätte einen ganz, ganz wichtigen Treffer machen können und dann noch mit einem Mann mehr auf dem Platz. Nichtsdestotrotz muss Mo jetzt aufpassen, könnte aber noch einen draufsetzen. Courtois, bisschen durcheinander, Ball geholt. 3 Tore Führung, aber ein Mann weniger. Schafft Mo das Ding hier nach Hause zu bringen oder kriegt Megabit jetzt Oberwasser? Varane. DeMarcus.
Blanc. Neymar und Mo verändert nichts. Raul versucht es ins Lange. Neuer hält das Ding. Ball raus. Nächste dicke Möglichkeit. Wieder liegen gelassen. Ronaldo gibt natürlich immer wieder die Konter. Auch mit einem Mann weniger sind es eben die Dinger. Und den chippt da rein. 5:1. 5:1. Was ist hier denn los? Raul Neuer wieder mit dem Fuß und diesmal hat er ihn. Megabit wirft alles nach vorne. Versucht hier nochmal alles, um diese Partie zu drehen. Liegt jetzt allerdings 4 Tore hinten. Und selbst mit einem Mann mehr. 23 Minuten. Wenn Mo jetzt nicht noch irgendwie 2, 3 rote Karten bekommt, dann sollte es irgendwie reichen. Wechselt jetzt auch die Formation. Van Dijk kommt. Der 9 muss weichen. Salah kommt frisch. Und Mbappé. Hat er Maldini? Maldini da im. Achso, Maldini im Zentraloffensiv. Klar, der hat ja rot. Macht Sinn. Also, 5-1. Wie gesagt, ein Mann weniger. Und da wird Megabit sich ärgern. Als er die Möglichkeit hatte, durch den Elfmeter ranzukommen, den er vergibt, dann Raul mit dem einen Ball, den Neuer überragend hält. Und dann kommt Mo mit diesem starken Chip, Seedorf. Vieira gegen Seedorf, 5-2. 3 Tore, 20 Minuten. Abschenken sollte Megabit das noch nicht. Und auf eine zu leichte Schulter sollte das auch Mo nicht nehmen. Er macht Druck. Marcelo, Neymar. Memphis Depay. Abseits war's. Gibt's hier noch eine kleine Überraschung? Fragezeichen. Nochmal ins Pausenmenü. Die Frage ist, was tun? Geht ins 4-3-3. Geht ins 4-3-3. Er ändert auch die Taktik. Also er weiß genau, worum es geht. Er hat einen Mann weniger. 20 Minuten noch auf der Uhr. 3 Tore Führung. Es klingt wie unmöglich für Megabit. Aber das ist es nicht. Es ist FIFA. Mit ein bisschen Glück machst du rechtzeitig den nächsten Treffer, dann sind es nur noch 2 Tore. Und 2 Tore in FIFA sind so schnell geschossen. Gerade vielleicht gegen 10 Mann. Oben ist eine Anspielstation. Neymar mit ein bisschen Platz. Aber Mo zieht jetzt auch gut zurück. Mo macht das gut, zieht sehr gut zurück. Kriegt den Ball hier verteidigt, aber erstmal Megabit weiterhin im Ballbesitz. Marcelo, Thomas, Ronaldo, Seedorf. Seedorf gegen 2. Das ist stark immer von Mo. Direkt mit 2 Mann drauf. Kaum Möglichkeiten für Megabit sich zu bewegen. Salah. Langes Ding raus. Walker über rechts. 12 Minuten noch. Hullet. Hullet, wenn er den jetzt macht. Der schließt nicht ab. Bringt ihn in die Mitte. Kopfball. Ball am Tor vorbei. Ich wollte gerade sagen, wenn er den macht, dann war's das hier. Nochmal Rang raus. Und nochmal Hullet gegen Seedorf. 10 Minuten noch. Ferdinand, wichtige Grätsche. Neymar. Seedorf im Strafraum und wieder Elfmeter. Wieder Elfmeter. Diesmal erneut rot. Erneut rot für Virgil van Dijk. Und wenn er den diesmal macht, dann wird's spannend. Neymar läuft an. Neymar trifft. Nur noch 2 Tore, 2 Mann weniger auf Seiten von Mo. Eieieiei. Er macht sich das Leben hier selbst nochmal extrem schwer. Was ist das für eine Partie?
Was ist das für eine Partie? Er hat keinen Wechsel mehr. Mbappé und Salah, zwei offensive Spieler, jetzt im zentralen Mittelfeld. Ronaldo alleine vorne, auch noch als linker Flügel. Eieiei, zwei rote Karten. Aber noch hat er die zwei Tore Führung. Megabit muss jetzt alles nach vorne riskieren. Bei Mo wird es in die Spitze nicht mehr viele Möglichkeiten geben. Platziert Ronaldo zumindest mal auf den Außen, um da irgendwie vielleicht den Ball zu halten. Fragezeichen, Ausrufezeichen, 7 Minuten noch. Partey auf Neymar, Marcelo auf Partey, der Ball in die Mitte, Vieira, wichtig. Jetzt als Innenverteidiger, Hullit nochmal zurück. Vieira muss aufpassen, da seine Innenverteidiger nicht rauszuziehen. Ronaldo und es gibt Platz für Alexandro. Wenn er den macht, oh meine Güte. Ach du meine Güte, die Riesenmöglichkeit, den Deckel drauf zu machen. Salah mit dem schwachen Rechten deutlich am Tor vorbei. Und das könnte eine entscheidende Szene in dieser Partie sein. Memphis Depay, 5 zu 4, 88. Spielminute. Hier drehst du ja vollkommen am Rad. Megabit mit einer Möglichkeit, die Sensation zu schaffen. Und wenn er ihn in die Verlängerung zwingt, dann wird es Mo nicht mehr schaffen. Nicht mit zwei Mann weniger. Salah an der Außenlinie. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Salah, Mo macht alles richtig. Die Zeit muss runter. Hullit, Ball ist dran. Courtois, nochmal raus. Letzter Angriff, den wird es nochmal geben. Es wird ihn nochmal geben. Memphis Depay, langes Ding. Auf Di Maria, der ist noch frisch. Di Maria muss sich nach außen drängen lassen. Di Maria alleine, kein Mitspieler dabei. In Rückraum und dann pfeift das ab. Er pfeift tatsächlich mitten im Angriff ab. Glück für Mo. Es bleibt bei der 5:4 Führung. Aber was für ein Spiel hier im Halbfinale. Unfassbar. Junge, Junge. Aber der Schiedsrichter, ja, gutes Ding. Da geht der Ball nochmal in den Strafraum und dann wird einfach abgepfiffen. Aber Mo hat sich das Leben am Ende selber richtig, richtig schwer gemacht. Aber es hätte sehr, sehr bitter enden können, wenn der letzte Angriff noch hätte ausgefahren werden können. Also da muss ihr ja auch ein bisschen was dran schrauben. Normal, darfst du den im Leben nicht abpfeifen. Auch wenn diese Partie am Ende, wenn man ein Resümee darunter zieht, absolut in Ordnung geht, dass es hier 2:1 für Mo am Ende ausgegangen ist nach Spielen. Heieiei.